Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Heute gibt es mal wieder ein Testvideo für euch. Und zwar teste ich diesen Ice Cream Sandwich Maker. Der ist von der Firma Norpro. Und vielleicht habt ihr Ninas Test beim Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club damit auch schon gesehen. Sie hat Oreo-Eis gemacht. Und ich dachte, ich nehme Butterkekse mit Schoko. Dann kommt dazwischen Stracciatella-Eis und ganz viele Streusel drumherum, damit ich genauso ein hübsches, buntes Eis kriege, wie die hier drauf abgebildet sind. Die sehen super lecker aus. Und ja, ich gucke erstmal rein und teste das Ganze dann. Insgesamt sind hier diese vier Teile dabei. Einmal der Boden, wo die Kekse gleich schon mal drauf kommen. Dann hier die Mitte, mit der man auch die Kekse ausstechen kann, wenn man sie selber backt. Und die dann auch hier als Höhe dient. Da kommt dann das Eis rein und dann wird das Ganze gut zusammengedrückt. Und hier noch ein kleiner Spachtel für das Eis. Hier die Cookies. Die Schokoseite kommt nach außen bei mir. Passen sehr gut rein. So, dann hier einmal das Mittelteil drüber. Und dann natürlich das Eis. So, eine gute Portion Eis ist drin. Jetzt kommen die anderen beiden Kekse darüber. Und ich drücke alles gut zusammen. Dann umdrehen. Die Bodenplatte abnehmen. Und auch das Mittelteil kommt hoch. So. War kalt und es ist ja ein bisschen Eis drumherum geflossen, aber es kommen jetzt natürlich noch Streusel dazu. Hier mein Ergebnis. Ich habe das große Eis einmal in der Mitte getrennt und habe jetzt zwei kleine Sandwiches, jeweils mit einem Keks oben und unten, ringsherum mit Streuseln dekoriert. Ich finde, sie können auf jeden Fall mit denen auf der Verpackung mithalten. Also sehen super lecker aus und ich denke, dass sie bestimmt auch super gut schmecken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer, wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt. Alles natürlich unten in die Kommentare rein. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten auf den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch auf die kleine Glocke daneben, dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration Koch- und Backclub. Tschüss!